Ja, und nachdem wir jetzt wissen, wie man sich im Biergarten noch besser verhält als eh schon, wechseln wir direkt an den Grill. Und weil die Saison ja schon länger im vollen Gang ist, servieren wir Ihnen entsprechend auch ein paar fortgeschrittenen Tipps. Denn, so sagt unser Experte für glühende Kohlen, Barbecue ist mehr als Kochen, es ist eine Wissenschaft. Und genau die serviert Ihnen jetzt Gary Stark aus Pennsylvania. Fleisch, Gemüse, Fisch. Auf dem Grill geht fast alles. Ein Klassiker und doch etwas ganz Besonderes ist das T-Bone Steak. Wir machen das gerne an Vatertag. Die ganzen Männer lieben sowas. So ein riesiges Stück Fleisch auf dem Teller sieht gut und ist Spaß im Essen zusammen. Mehr als ein Kilo pro Steak, das hat selbst der leidenschaftliche Hobbygriller Gary Stuck nicht alle Tage. Und bei so viel Fleisch heißt es ordentlich salzen und pfeffern. Es muss viele Salz und viele Pfeffer. Und das Salz, wie wenn das so grob ist, das schmilzt ganz langsam. Und das geht gerade ins Fleisch. Schmeckt wirklich gut. Jetzt muss das Fleisch bei Zimmertemperatur rund eine Stunde ruhen. Wenn die Zufuhr auf dem Grill sind, dann gehen die grau und unappetitlich. Zum Fleisch gibt es bei Gary heute gefüllte Champignons. Dafür braucht man 300 Milliliter Creme Fraiche, 150 Gramm Schafskäse, einen Esslöffel Kräuter der Provence und 75 Gramm Pekannüsse. Die gehackten Nüsse mit den anderen Zutaten in eine Schüssel geben und kräftig umrühren. Fertig ist die Füllung für die Champignons. Der besondere Clou sind die Pekannüsse. Die haben ein sehr gutes Geschmack, aber nicht so stark wie Walnüsse. Und nun noch der Fisch als Variante zum Fleisch. Aus einer klein geschnittenen Zwiebel, je 2 Esslöffeln Olivenöl und Zitronensaft und einer Handvoll Dill macht Gary eine aromatische Soße. Alles mit dem Pürierstab vermischen. Das geht ganz schnell und gibt dem Lachs später eine frische Note. Lachs allein auf dem Grill ist ein bisschen langweilig. Und die Soße zusammen mit dem Lachsgeschmack ist ein schönes Kompliment. Alles ist vorbereitet, jetzt geht's an den Grill. Gary grillt fast alles. Die Ideen kommen ihm meist ganz spontan. Den Lachs legt er heute auf ein Holzbrett. Erstmal müssen wir das Brett ins Wasser für 2 bis 3 Stunden haben, sodass es nass ist. Und das geht dann auf den Grill und das räuchert das Lachs von unten. Das Brett muss nass, sodass das Lachs nicht brennt auf dem Grill. Wenn das brennt, dann haben wir nichts zum Essen. Nun verteilt Gary seine Dillsoße auf dem Lachs und dann kann der Fisch auf den Grill. Und ich habe die Kolle auf die Seite gelegt, sodass das nicht in die Mitte brennt unter dem Holz. Die Champignons und der Lachs brauchen bei der indirekten Hitze rund 20 Minuten, bis sie gut sind. Und das Grill muss auch zu sein. Für die ganze 20 Minuten. Sodass das hitzt, so wie ein Ofen hier drin. Wie der Grill aussieht, ist egal. Hauptsache, er lässt sich schließen. Ja, das muss ich alles auseinander. Für Gary kommt jetzt der Höhepunkt seines heutigen Barbecues. Er verteilt sorgsam die Holzkohle und legt seine T-Bone Steaks direkt auf die Kohle. Grillen wie in der Steinzeit. Höhlemenschenstil. In Höhlemenschenzeit, die hatten keine Grillplatte, so die mussten auf die Kohle haben. Das ist ein einfaches Kochen. Ich kann einfach auf die Kohle machen und die Leute freuen da dann, wenn die das haben. Es ist auch eine schöne Überraschung für Gäste. Die Höhlenmenschensteaks, Caveman Steaks genannt, benötigen rund 4 Minuten auf jeder Seite, wenn sie so dick sind wie diese. Durch die Holzkohle bekommen sie ein besonderes Raucharoma. Die Steaks hier, der Lachs da, jetzt ist Multitasking gefragt. Ist ein bisschen außer Control, aber wenn du richtig auf die Kohle passt, dann weißt du gerade, wann du musst dein Fleisch drauf oder die Fisch drauf oder Schweine drauf oder wo alles muss liegen. Das ist so eine Kunst. Das Fleisch ist fertig. Gary macht die riesigen T-Bone Steaks mit einem Pinsel sauber. Wichtig ist, dass Holzkohle zum Grillen verwendet wird.
kein Brikett. Brikett sind zu mir zu Chemie für sowas. Am besten so einen schönen Holzkohl haben. Es kann serviert werden. Der Lachs und die Champignons duften vielversprechend. Auf die Steaks gibt Gary noch Chilis und Knoblauch in Öl geschwenkt. So bekommt das Fleisch eine würzige Schärfe. Mm. Oh, lecker. Sehr schön, Gary. Der Lachs ist schön zart und die Steaks passen kaum auf die Teller. Alle sind begeistert. Es ist wie immer super gut gelungen und auf den Punkt. Ich traue mich gar nicht mehr, den Gary einzuladen zum Essen, weil es ist einfach außergewöhnlich und was nichts Alltägliches. Sehr, 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 sehr gut. Schmeckt unglaublich. Aber die Gäste sind zufrieden und das ist am besten. Und das Allerbeste für Garys Gäste, bei ihm gibt es keine Grillsaison. Er grillt im Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ja, der lässt auf jeden Fall nichts anbrennen.